Ja, sehr was die Mauern und grüß euch, die Buben. Vielleicht habt ihr es schon erkannt, ich bin mit einem selben Gebiet unterwegs wie bei der letzten Würstel Challenge 2.0. Da gibt es ja noch so viel zu entdecken und das Gebiet ist wirklich der Hammer. Wir haben ein schönes Wetter, wir haben zwar nur 2 Grad, aber das muss man einfach ausnutzen. Da ziehe ich ein bisschen durch. Heute gibt es ja wieder eine Kleinigkeit zum Essen. War ja schon fast die Würstel Challenge 3.0, aber wurscht, jetzt schauen wir da mal weiter, weil die Gegend ist wirklich super und heute ist absolut windstill und komplett ruhig. Herrlich, gehen wir. Schaut das nicht geil aus? Wasseroberfläche ist gefroren. Schauen wir sie nicht an. Na, schaut das geil aus. Super geil. Schöne Schicht oben drauf. So, schauen wir da vier. Das ist ein Drehziegel. Ohne Ende da herunter beim Wasser. Wow, mega geil. Ist das mega. Hammer. Einfach nur hammer geil. Da haben wir so einen Biberbau. Schön. Da vorne ist gleich noch einer. Ja, schöner Reiher. Silberreiher. Ja, und da ist der zweite Eingang zum Biberbau. Ja, da gibt es genügend. Und die Katzen dabei. Scheiße. Wenn man da ruhig stehen bleibt und nicht zuhört, da hört man die Echsengeräusche. Wahnsinn. Da kracht es einmal, kracht es einmal. Da hinten dürfte der Reh gewesen sein, so wie gehört. Arg. Weiß man es nicht, ob man es sehen kann, aber da sind Wellen im Wasser, da muss wer drunter sein, weil da ist komplett ruhig. Es kann nur ein Biber sein. So da. Aber schön langsam wird es Zeit, dass ich mal was zum Essen mache. Weil mir hungert es. Ich suche mal wieder ein Platzl, vielleicht finde ich was an der Sonne noch. Na, schauen wir mal. Naja, mit ein bisschen Fantasie. Kann man mal glauben, das war da eine Riesenschlange. Okay, man braucht nicht viel Fantasie, aber das habe ich ja. Also Freunde, eins kann ich sagen, diese Brombeerstangen sind ein Wahnsinn. Wenn du da nicht aufpasst, liegst du auf der Schnauze. Ja, ich denke mal, den werde ich mir nehmen. Es gibt da so viel Platz, aber da liegen so viele Bäume. Und das ist da der einzige, der was da in der Gegend schlecht ausschaut, aber der liegt eh schon rüber, dass er, der wird da nicht rumkommen. So, und jetzt habe ich meinen Hunger. Ja, Freunde, Platzerl ist hergerichtet. Da haben wir alles aufgebaut. Heute habe ich meinen Gasbrenner dabei, aber ich werde heute mit 2 Kocher wahrscheinlich arbeiten. Und heute gibt es einmal ein paar Mailänder. Jetzt werden ein paar so Mailänder, was ist das? Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Schaut aus wie Berner Würstel, nur ohne Käse. Nur mit Speck. Na, Speck ist ja sowieso wichtig. Ja, das werde ich mir in meinem Pfandl machen mit Öl, schön rausbranzgern. Und dazu mache ich mir ein Püree. Das machen wir auf dem zweiten Ofen. Und dazu habe ich noch ein paar so, sind von Silvester überblieben, ein paar so Maiskölbchen. Ja. Die gehören eh weg und somit verputzen wir es. Naja, das haben wir jetzt einmal drauf.
Ja, mal ein bisschen erhitzen. Ja, ich glaube, die wäre auch in der Mitte durchschneiden, sicher jetzt aber. Und links besser im Fahndl. Ah, ich sehe gerade, da ist in die Würstel ein Speck drin. Ah, also ein Käse drin, ne? Dass ich ihn rausbringe. Naja, ganz so gerade dürfte er nicht stehen. Das ist aber eh so rasch, geht, glaube ich, ich werde gleich mal Wasser auf den Gasbrenner machen. Ist sowieso schneller, so wie es ausschaut. Ja, das geht ja eigentlich ratzi-fatzi. So, wir stellen wieder drauf. Schön hin. Jetzt zeige euch das einmal kurz. Meine Mailänder mit Kartoffelpüree und Maiskölbchen. Und die werde ich jetzt genießen. So. Ja, schön knackig. So muss das sein. Und dann wünsche ich euch eine Mahlzeit und mir auch. Sehr gut, muss ich gestehen. Wie gesagt, die kenne ich nicht, sind wirklich gut. Und mit dem Püree passt das super zusammen. Echt herrlich. Das könnte ja echt schon als Challenge 3.0 durchgelassen. Das hat sich heute wirklich wieder mal voll ausgezahlt. Da gibt es ja so viel zum Sehen. Da geht es ja noch was gut wie weit runter. Das Problem ist, dass ich da gar nicht so schnell vorkomme, wie man das vorstellt. Ist alles teilweise so Dickicht, das ist so wie das ist ein Erholungsplatzl da. Aber der Großteil ist wirklich Dickicht, wo du nicht wirklich durchkommst. So, aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt natürlich wieder ein Käfchen, weil der fällt mir noch in der Sammlung. Jawohl! Meine Lieblingsgänge. Ja, und heute habe ich wieder Tassen dabei, ne? Ja. Wünsche natürlich alle meinen Krankensaison das allerbeste, Freunde, gesund werden. Und dann den Rest der Welt. Prost! Jawohl! Ah, zum Glück bleibt die Sonne ein bisschen heraus. Wie gesagt, das ist 2 Grad so in etwa. In der Sonne war sie angenehm, aber die kommt da fast nicht mehr gescheit durch. Jetzt hat es keine Kraft mehr. Ah. Na, war herrlich. Sehr schön. Ich muss auch gestehen, diese Mailänder waren echt deliziös, also vom Feinsten haben wir sehr gut geschmeckt. Sind sogar besser wie die Waldviertel, muss ich sagen. Ja, ist ja ein Speck dabei. Ne?
Platzerl ist auch schön, wie spät haben wir's. Heute habe ich auf alle Fälle zwei Lampen dabei. Eine ist schon fix im Rucksack. Die kleine Anleitung und die große ist wieder dabei. Ja, es ist 3:45. Also sollte der noch ein bisschen hell bleiben. Ja, vielleicht habt ihr euch schon an die Eingangsbilder gewundert, mit einer Perspektive von oben runter. Ja, das ist heute wieder mal die Actioncam unterwegs. Meine Sony, die 3000er. Und ja, leider kann man nicht solche Einstellungen machen mit Tiefenschärfe und so, aber dafür kann ich den Baum irgendwo aufhängen, das schaffe ich mit der Canon nicht. Das war mir alles zu schwer und zu gefährlich auch. Ja, aber nichtsdestotrotz werde ich jetzt da austrinken, mein Platz wieder zusammenräumen, alles zusammenpacken und schon langsam wieder zurückschlendern zum Auto. Wer weiß, was wir alles noch sehen werden. Wie gesagt, man die Viecher hören mich quasi. Das ist, da durchgeht, dass nicht irgendwo knackst, ist fast nicht möglich. Aber hört einmal. Der muss so ein bisschen vor mir sein. Lass sie auch nicht stehen. Gut. Ich werde euch jetzt wegschalten und macht dabei irgendwas anderes, bis ich wieder fertig bin und eingekramt habe. Dann bin ich wieder da. So da. Schön schaut es wieder aus. Da wieder ein bisschen durch den Dschungel durch. Ja, was soll es? Die Richtung müssen wir. Schauen wir mal. Ja, da ist es wieder ein bisschen weniger dicht bewachsen. Sehr schön. Da kann ich natürlich auch gescheiter gehen. Ja, Freunde, da hinter mir sind gerade in einer ein bisschen an Entfernung, zwei Wildschwendel durchgezogen. Ich habe es nur kurz durchs Dickicht gesehen, aber ja, die sind natürlich weg. Okay, ich bin gleich draußen. Na, 200 Meter durchs Dickicht, dann bin ich bei der Straße. Verabschieden wir gleich da von euch. Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Maul und pfiat euch die Buben.